Also, willkommen zurück zum nächsten Teil von Final Fantasy X. Also einen wirklichen Vorteil hat das gerade eben nicht gehabt. Also, dass wir gewonnen haben, außer dass wir den Angriffsfairrate bekommen haben. Aber naja, ist ganz cool. Und da hat es auch, also gleich kommt eine Sequenz und dann haben wir halt statt so ein Blitzball, also wenn wir verloren hätten, jetzt einen Pokal in der Hand. Nein, doch, wir speichern mal. So. Ah, ein Überfall. Na, echt geil. Als erstes zaubern wir mal Hast auf beide, damit wir mal ein bisschen schneller unterwegs sind. Hast auf Walker. So, ich würde sagen, erstmal zwei oder dreimal anfeuern. Weil sonst dauert es doch ein bisschen lang. Ja, zweimal reicht schon. Jetzt können wir auch angreifen. Sind ja eigentlich keine Gegner, also schwer ist es nicht. Vernichten, so mag ich das. Ich liebe dieses Wort. Jawohl. Jawohl. Yummy. Ach komm, wie viele denn noch? Und zum Glück, dass die nur so schwach sind, ey. Jetzt soll's mich echt ankotzen. Ja, schön. Echt geil. So, das war's hoffentlich jetzt. Ja, zum Glück. Na super, Kraftsphärien. Haben wir eh schon genug. Keine Ahnung.
Oren. Ich liebe diesen Typen. Ach komm, kein Problem für Oren, für diesen jungen Mann. Die Betonung liegt auf jung. Also, Kraftbrecher, nee. Ganz normaler Angriff. Mehr braucht's nicht. Ja, geht er ganz cool und lässig weiter. Oh Mann, geil. So, you do know him? Yeah, best guardian there ever was. Na geil. Greifen wir erstmal, ich würde sagen, machen wir ihn erstmal blind. So. Einfach angreifen. Jawohl. Weg ist er. Geil. Echt geil. Nee, wir speichern jetzt lieber mal nicht. Da ist der Pokal. Really leaving, Captain? Shouldn't you heal up first? Yuna needs me with her now. I can't be lying around in some bed. Yeah, but
Come on, look sharp. The blitz season just started. Don't make those faces, yeah? Well, see ya, boys. You be good. Captain. I can't hear you. Captain! Are you sure? Never liked long goodbyes anyway. Sorry for making you wait, Yuna. I have some promises to keep, yeah? From now on, I'm your full-time guardian. Then welcome back, Sir Waka. Good to have you with us. Hey. It's good to be back, yeah? So, any news on what happened? Not really. We don't know where the fiends came from. Maester Micah is safe and sound, thanks to Maester Seymour. That's about it. Maester Seymour's Aeon, it was so powerful. You, don't just stand there! All of this is your fault! Getting swallowed by Sin, ending up here in Spira, not being able to go back to Xanark, and everything, everything! I'm telling you, it's all your fault! Who are you, anyway? You knew my old man, didn't you? Yeah. And you also knew Yuna's father? That's correct. Hey, man, there's no way. That's just impossible. Nothing impossible about it. Jekt, Raska, and I, together we defeated Sin 10 years ago. Then I went to Xanarkand, where I watched over you, so that one day I could bring you to Spira. Why did it have to be me? Jekt asked me to. Is he alive? It depends on what you mean by alive. He is no longer human. But then, I felt something object there in that shell, couldn't you? You must have felt him when you came in contact with Sin. It can't be. It is. Sin is Jekt. No, that's ridiculous! No way! I don't believe you! But it is the truth. You'll see for yourself. Come with me. I say no. Every story must have an ending. Also, ich mach jetzt lieber ein Ende. I don't care about your stories. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil.